heiße Sie nochmal herzlich willkommen. Und wir sind ja jetzt im Wahlkampf alle miteinander. Und jeder erlebt das ja auf seine Art. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Plakate aufgehängt hat, wer von Ihnen vielleicht auch mal am Stand gestanden hat. Also ich stelle fest, wenn man da steht, dann gibt es eine Resonanz von 50% der Leute, die einen da sehen. Und die sagen dann, naja, ist ja ganz interessant und sind auch vielleicht bereit, mal einen Flyer mitzunehmen. Aber mehr ist es eben nicht und die anderen gehen eben vorbei und denken, na, was sind das denn für Leute? Wir sind ja auch ganz gut so in die rechte Ecke immer gedrückt worden, nicht wahr? Und da bin ich auch neulich als Nazi beschimpft worden, so wie ich aussehe, passt das gar nicht zu mir. Ne? Und ich habe mich dann nur gewundert, dass ich nun Nazi sein soll, das fand ich gar nicht so komisch. Aber gut, damit muss man sich dann abfinden, dass man dann plötzlich ein Nazi ist, wo ich die Nazis selber sehr hasse. Und das ist natürlich besonders blöd, wenn man dann auch selber als Nazi beschimpft wird. Ich wurde des Öfteren gefragt, im Bekanntenkreis natürlich auch, Freundeskreis, aber eben auch an einer Straße, wenn man da mal stand und ein paar Flyer in der Hand hatte, haben die gesagt, sagen Sie mal, wie sieht das denn aus, wie lange hält denn die Währung noch? Das interessiert die Leute tatsächlich, das Geld, nicht das eigene Geld, ist immer wichtig. Wie lange hält denn unsere Währung noch? Oder die Frage, wann kriegen wir denn nun die Hyperinflation? Auf der anderen Seite spricht man ja von Deflation, merkwürdigerweise, ne? Das kriegen Sie auch mit. Und dann antworte ich auf solche Fragen im Bekanntenkreis, und vielleicht interessiert Sie das auch. Ich habe ja mal vorher bei der Deutschen Bank vor dem Studium gelernt und habe das mal von der Pike auf alles mal begriffen, wie sowas funktioniert, wie die Banken funktionieren. Zu der Zeit war es noch, muss ich wirklich sagen, noch sehr seriös. Dann nannte man das noch Bankbeamter. Ne? Das war damals noch so, dann nannte man die noch Bankbeamte. Ich war nie einer, aber ich meine als Lehrling und kurz danach eine gewisse Zeit dort noch gearbeitet, dann habe ich ja studiert. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall war es interessant, diese Erfahrung zu machen. Und als derjenige, der sich mit dieser Materie so einigermaßen auskennt, kann ich sagen, dass wir im Grunde genommen jetzt schon eine Art Inflationierung haben. Da gucken die mich immer groß an, ja, die sagen ja, man spricht ja von 1% Inflation. Ich sage, ja, das trifft vielleicht für die Gebrauchsgüter zu. Wenn Sie die Inflationierung betrachten am Immobilienmarkt, in dem ich mich ganz gut auskenne und den sehr genau verfolge und das deutschlandweit, europaweit, vor allen Dingen in Deutschland, auch in Berlin, da ist die Inflationierung schon sehr weit fortgeschritten. Also beispielsweise kann man sagen, für eine Eigentumswohnung in einigermaßen guter Lage, die vor 5, 6 Jahren noch, damals Seitenstraße Kudamm oder sowas, gute Lage, Altbauwohnung 150 Quadratmeter, hat damals etwa vor 5 Jahren 350.000 Euro gekostet. Natürlich nicht 1er Ausstattung, aber so normaler, guter Standard, wo man ein bisschen was investieren muss. Heute kostet die gleiche Wohnung 600.000. Und sie muss auch noch investieren. Ein Freund oder Bekannter besser, der macht im großen Stil jetzt Bauträger, baut große Häuser um und aus und Dachgeschosse. Und neulich habe ich mit ihm gesprochen, da sagt er, wir haben im Moment eine Nachfrage, die ist so gigantisch, das Haus ist noch nicht mal geplant, dann ist es schon verkauft alles. Ich sage, wer sind denn die Käufer? Und wie sind die Preise? Interessiert mich immer sowas. Ne? Die Käufer, sagt er, kommen aus der ganzen Welt. Der Sohn vom Ministerpräsidenten von Aserbaidschan, wer kennt das schon, ne? Der hat gerade hier in der Bleibtreustraße das ganze Penthouse gekauft. 400 Quadratmeter. Ich sage, was hat er bezahlt? 20.000 pro Quadratmeter, würde ich sagen. Nicht, ne? 20.000 pro Quadratmeter. Und das sind satte Preise. Und da ist die Inflationierung schon da, bei den Immobilien. Und deswegen kommen wir, irgendwann fängt natürlich auch die galoppierende vielleicht an, da sind wir längst noch nicht angekommen. Aber wenn man sich überlegt, dass wir heute in einer Dimension Geld drucken, das ist unvorstellbar. Der normale Mensch versteht gar nicht, wie Geld entsteht. Als Banker, der ich ja irgendwie auch bin und schäme mich dafür, dass ich das mal gemacht habe, aber ich gehöre ja noch dazu zu dieser Gruppe, obwohl ich da nicht mehr arbeite in dem Bereich. Aber es ist so, dass die Banken aus dem Nichts heraus das Geld schöpfen und damit natürlich dann auch entsprechend in der Lage sind, einfach das Geld billig zu produzieren. Ich war neulich auf einer Veranstaltung von Bankern, immer manchmal bin ich da eingeladen, im Beirat auch noch und so. Und dann sagte der Vorstandsvorsitzende, ich sage mal nicht die Bank, um die da nicht in die Pfanne zu hauen, da sagt er, wissen Sie, welche die blödesten Kunden sind? Vor der Gruppe, so nicht so viel wie hier, aber so ein kleiner Kreis von geladenen Gästen. Da sage ich, ja, ich denke mal, das sind Kreditkunden, die ihre Kredite nicht bezahlen. Ja, das sind saublöde Kunden, sagt er, das stimmt. Aber die blöde Kunden in Anführungszeichen oder unbeliebte Kunden, sind die Kunden, die Geld mitbringen. Ich sage, was? Früher war es doch so, als ich nochmal dort gearbeitet habe, das Amateur, einer kam, ich wechsle das Konto und bringe das Geld hierher und so weiter. Und ich habe dann die Möglichkeit,
mit diesem Geld ja auch Geld zu verdienen. So war es damals. Inzwischen ist das so, ein Kunde, der kommt und sein Festgeld da machen will oder sein Tagesgeld, der will mindestens 1,5% haben. Und da sagt die Bank, warum soll ich das machen? Er hat gesagt, 2 Milliarden haben wir da rumliegen. Das Geld wissen nicht, was wir damit machen sollen. 2 Milliarden liegen da rum. Das müssen wir bezahlen mit 1,5%. Und das Geld könnten wir uns von der Zentralbank holen für 0,5% inzwischen. Und wenn man das alles weiß, dann weiß man auch, wo der Zug hingeht. Ja, das sind die Alarmsignale. Und alles das, was irgendwie nicht viel Wert hat, sage ich den Leuten oft, das ist eben billig. Und deswegen ist das Geld billig. Und sie kriegen für ihr Geld im Grunde genommen gar nichts. Ich selbst kriege noch 1% oder 0,5, ich gucke da gar nicht mehr hin. Interessiert gar nicht mehr, was man noch für sein Geld bekommt. Und das ist wirklich erschreckend. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir als Partei angetreten sind, um das vielleicht nochmal das Ruder herumzureißen. Wir sind im Wahlkampf, wir haben sehr viele Plakate aufgestellt, die auch leider hin und wieder ein bisschen zerstört werden oder kaputt gemacht werden. Aber das hält sich in Grenzen bisher noch einigermaßen. Vielleicht wird es im Mai noch schlimmer, hoffentlich nicht. Sodass wir hier also wirklich erfolgreich da bisher gearbeitet haben. Ein wichtiger Termin, oder zwei Termine würde ich noch gerne kurz ankündigen. Der eine Termin ist der 23. Mai. Am 23. Mai findet in Berlin die bundesweite Abschlussveranstaltung statt, am Brandenburger Tor. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst alle, die hier sind, natürlich auch dabei sind dann, um 18 Uhr. Wir werden vorher ein Autokorso noch veranstalten und dann machen wir eine Abschlussveranstaltung, die ziemlich spektakulär sein wird. Und ich möchte jetzt noch nicht alle Details dazu sagen, aber Sie werden sich wundern, welche Bilder Sie da sehen. Das wird ein einmaliges Erlebnis, dabei zu sein. Deswegen sollten Sie das vielleicht tatsächlich notieren, um am Brandenburger Tor am 23. Mai da zu sein und möglichst noch viele Leute mitzubringen. Am Brandenburger Tor sind ja immer viele Leute, die da rumlaufen, Touristen und so, die werden das auch miterleben. Das werden Sie noch den Kindern später erzählen, was da abgeht. Ja? Aber ich sage nicht was. Ich hoffe, dass wir das alles genehmigt kriegen natürlich auch. Das muss ich dazu sagen. Wir wissen ja, dass man uns nicht überall von den Behörden so wohlgesonnen ist. Und dann kann natürlich sein, dass die sagen, also der AfD, das genehmigen wir denen nicht. Das geht nicht. Das ist zu spektakulär. Wenn die CDU das machen würde, würde sagen, das wäre ja toll. Nicht? Aber wir dürfen das nicht, so eine wunderbare Veranstaltung machen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, dass wir die Genehmigung kriegen. Das ist die eine Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung, die ich gerne noch kurz ankündigen möchte, ist die am 25. am Wahlabend. Haben wir hier in diesem Raum, nur ein bisschen größer, hoffe ich natürlich, viel mehr Leute. Die letzte Wahlparty am 20. September war auch hier drin. Die Wahlabschlussveranstaltung, wo Sie natürlich auch alle gerne dazukommen können. Und dort werden wir dann unseren Wahlsieg feiern. Und diesmal werden wir wirklich den Wahlsieg feiern. Beim letzten Mal habe ich so ein paar Interviews gemacht, ich erinnere mich daran und habe dann gesagt, ja, bei 4,7 standen wir oder 4,9. Da habe ich gesagt, natürlich kommen wir über die 5%, gar keine Frage. Das war mir auch völlig klar, dass das eigentlich passieren müsste. Alle anderen Parteien haben wir noch aufgeholt und bloß bei uns blieb das da 4 Stunden bei den 4,9%, stehen, wenn Sie sich erinnern können, die damals dabei waren. Und wir haben jetzt natürlich mit Sicherheit den Einzug ins Europaparlament mit mindestens 6 bis 7 Abgeordneten. Davon können wir fest ausgehen. Und ich glaube, davor haben zumindest die großen Parteien, die CDU, auch ein bisschen Angst, dass wir die Wahrheiten dort auf den Tisch bringen. Wir sind ja die Professorenpartei und unsere Kandidaten, die können sich wirklich sehen lassen. Wenn ich daran denke, dass wir hier schon alleine 3 Kandidaten, gerade an der Frontseite von mir, sitzen habe, alles hochkarätige Leute, und da gibt es auch noch mehr davon. Wir sind ja wirklich die Professorenpartei. Wenn Sie sich mal die Kandidaten anschauen, der anderen Parteien habe ich mal gemacht, also da ist es schon ein bisschen erschreckend, was da teilweise so für Leute sind. Ich meine, ich will ja niemand zu nahe treten, aber wir haben mit Sicherheit, da kann ich Ihnen garantieren, die hochkarätigsten Leute in unserer Partei und die sind zufälligerweise auch auf der Liste gelandet. Und deswegen können wir jetzt froh sein, dass wir ins Europaparlament kommen. So, Frau von Storch, dann erlauben Sie mir die erste Frage zu stellen. Sie sind ja von Hause aus Juristin. Was hat Sie bewogen, sich jetzt so stark zu engagieren in Bürgerbewegung vor allem, basisdemokratisch, das ist ja so Ihr Steckenpferd. Und wie bewerten Sie das, ja, was ist da so Ihr Eindruck, wie läuft es da in Europa mit der Basisdemokratie? Ja, mein Engagement basisdemokratischerweise, also das heißt außerhalb von Parteien, ist schon etwas älter. Ich habe 2004 im Prinzip damit ganz konkret begonnen, eigentlich noch schon viel früher, 1995, aber ganz konkret im Rahmen meiner zivilen Koalition 2004. Warum?
weil ich den intensiven Eindruck hatte, dass wir in unserer politischen Landschaft eine Änderung brauchen, dass wir Impulse brauchen in die politische Landschaft hinein, die aus den Parteien heraus nicht kommen. Ich habe seinerzeit ich glaube, das war die Initialzündung, einen Vortrag in der Konrad-Adenauer-Stiftung gehört über den demografischen Wandel. So, das war im Jahr 2000, 2001 ungefähr. Und da haben wir sehr große Augen gemacht, weil uns auf einen Schlag wirklich nochmal bewusst wurde, dass wir auf ein demografisches großes Problem, man muss vorsichtig auszudrücken, zusteuern innerhalb von Deutschland, das offensichtlich von den politischen Parteien nicht angefasst wird, weil die natürlich immer nur kurzfristige Politik machen, von Landtagswahl zu Landtagswahl, von Bundestagswahl zu Bundestagswahl, im Zwei-, maximal im Vierjahresrhythmus, und dass die entsprechenden Impulse, die es braucht, um unser System zu verändern, aus den Parteien heraus nicht gekommen ist, Art 1 und Art 2, dass viele Menschen bereit sind, etwas zu tun, aber den Weg in die Parteien trotzdem nicht finden, weil, ich möchte keine großen Geheimnisse verraten, aber nachdem ich jetzt auch ein bisschen Parteiarbeit gemacht habe, das kann auch schon echt mühsam sein. Das macht schon auch Spaß, aber das ist gelegentlich auch mühsam. Vielen Dank für diese Ausführung. Vielleicht eine letzte Einstiegsfrage. Wie ist Ihr Eindruck, was Bürgerbewegungen und Bürgerengagement auf europäischer Ebene entspricht? Wie ist das Europäische Parlament, die europäischen Institutionen darauf eingestellt und sich mit Bürgerbewegungen auseinanderzusetzen? Ich glaube, hier muss man differenzieren. Für die AfD ist ja ausweislich auch unseres Wahlprogrammes Volksentscheide ein wesentlicher Bestandteil unserer Programmatik. Das ist ein Kernanliegen der Partei, Volksentscheide auf Bundesebene wohlgemerkt. Wir stellen dieses Thema nach vorne berechtigterweise, weil eben auch auf Bundesebene, also zunächst mal auf Deutschland bezogen, sehr viel Politik, das in den Parlamenten stattfindet, an den Mehrheitsinteressen der Bürger vorbeigeht. Deswegen sind wir dafür, dass die unmittelbare Volksbeteiligung auf Bundesebene gestärkt oder beziehungsweise erstmal überhaupt zugelassen wird. Auf europäischer Ebene muss man sich kurz mal vergegenwärtigen, was wir auf europäischer Ebene eigentlich entscheiden können und was auf europäischer Ebene entschieden werden soll und ob dort Bürgerentscheide oder Volksentscheide korrekt sind. Das möchte ich so nicht sagen. Wir müssen uns zunächst mal auf europäischer Ebene klar werden, was ein Volksentscheid eigentlich wäre. Was wäre ein Volksentscheid auf europäischer Ebene? Ein Volksentscheid bedeutet, ein Volk entscheidet, aber eben ein Volk entscheidet. Und auf europäischer Ebene würde beispielsweise ein gemeinsamer Volksentscheid über ein Sachthema, das dann auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene einheitlich behandelt werden würde, könnte dazu führen, dass eben mit einer Mehrheit von spanischen, italienischen und französischen Bürgern Entscheidungen getroffen werden, die in Deutschland Anwendung finden, aber in Deutschland als solches keine Mehrheit haben. Insofern ist ein Volksentscheid auf europäischer Ebene nicht das, was wir meinen mit Wir sind für Volksentscheide. Wir sind auf der anderen Seite wir haben das im Wahlprogramm Bürgerveto genannt, also das heißt, wenn von der europäischen Ebene eine Gesetzgebung kommt, die in unserem Land Wirkung entfalten soll, dass dann die Bürger in unserem Land unmittelbar zu diesem Thema befragt werden und das sozusagen ablehnen können, sodass eine Regelung, die uns sozusagen von oberer Ebene aufgezwungen oder aufgegeben wird, dass wir die ablehnen und dass die bei uns nicht zur Anwendung kommt. Also Volksentscheide auf europäischer Ebene bitte mit Vorsicht zu genießen, nur im Sinne eines Vetos, nicht im Sinne einer Volksentscheid unmittelbar. Und das Gleiche gilt für das Europäische Parlament. Auch das Europäische Parlament, unser Verfassungsgericht hat das ja gesagt, ist im Prinzip gar kein echtes Parlament, denn ein echtes Parlament zeichnet sich ja durch zwei Dinge aus. Erstens dadurch, dass es die Regierung wählt und kontrolliert und zweitens, dass es die Gesetze macht und zwar auch initiiert. Und genau diese beiden Kerncharakteristika erfüllt das europäische sogenannte Parlament eben nicht, weswegen auch die 5%-Hürde und auch die 3%-Hürde hier nicht mehr gelten, wie das Bundesverfassungsgericht für meine Meinung nach vollkommen zutreffend festgestellt hat. Vielen Dank erstmal für diese Ausführungen. Ich möchte jetzt einen weiteren Sitz hier oben besetzen und dafür bitte ich Hugh Bronson. Hugh,
du hast ja bis 2012, glaube ich, in England gelebt. Hast sicherlich noch viele Verbindungen, warst ja da lange auch unternehmerisch tätig. Kannst du uns ein bisschen was berichten aus der britischen Perspektive? Großbritannien ist ja Teil der Europäischen Union, ist nicht im Euro. Ja, dazu lässt sich natürlich sehr viel sagen. Um das alles ein bisschen zusammenzufassen, muss man vielleicht ein bisschen das Geschichtsbuch aufmachen. Also Großbritannien hat sich ja eigentlich nie als Teil Europas verstanden. Wenn man dort sagt, I'm traveling to Europe, bedeutet das ganz einfach, man macht Ferien in Spanien oder in Frankreich. Nicht? Also man hat das immer mit einer gewissen Distanz gesehen. Es gibt ja auch den Ärmelkanal, der geografisch Großbritannien ganz deutlich von dem sogenannten Kontinent abtrennt. Die Briten haben eine sehr große Skepsis, wenn es zu Europa kommt. Sie lehnen sich vehement dagegen auf, dass ein Großteil der Gesetze, die auch in Großbritannien Gültigkeit haben, das trifft ja auch auf uns zu, eben in Brüssel verabschiedet werden. Von einem Parlament, wie Frau von Storch sagte, eine sonderbare Legitimation haben. Denn, wie gesagt, es gibt dort keine Regierung, es gibt dort in dem Sinne auch keine Opposition. Die 754, 751, wie das jetzt sind, EU-Abgeordneten werden von den Ländern der EU gewählt. Tatsächlich entscheiden sie über die Vorgaben, die Gesetzesvorgaben, die von den Kommissaren gemacht werden. Die Briten sind sehr demokratieverhaftet, das muss man auch sagen. Also sie sind sehr skeptisch gegenüber allen Prozessen, die sich nicht demokratisch bis ins letzte kleine bisschen nachprüfen lassen. Die Opposition Großbritanniens gegen die EU und gegen den Euro hat, wie gesagt, historische Gründe. Wann immer ich über Großbritannien gefragt werde, über die Haltung Großbritanniens zur EU, dauert es nicht lange und der Name UKIP fällt und Nigel Farage. UKIP macht im Moment sehr viel Schlagzeilen. Sie werden wahrscheinlich bei der Europawahl jetzt im Mai die stärkste britische Partei sein, die ins EU-Parlament einzieht. Der Independent on Sunday hat eine Umfrage veröffentlicht, nach der UKIP mit 26% die stärkste Fraktion sein wird, die stärkste Partei aus Großbritannien, gefolgt von den Tories mit 25 und Labour mit 24. Man hat die gleiche Gruppe von potenziellen Wählern gefragt, wie wäre das denn, wenn am Sonntag Parlamentswahlen wären? Also wenn sie jetzt zu entscheiden hätten, welche Kandidaten ins Unterhaus kommen. Und da sah das Ergebnis ganz anders aus. Da sah es so aus, dass Labour mit 35% weit vorne lag, gefolgt von den Tories, den Konservativen mit 30 und UKIP lag irgendwo weit hinten bei 18. Also das ist bemerkenswert. Die Briten unterscheiden zwischen einer Partei, die sie im Unterhaus haben wollen und einer Partei, die in Brüssel und in Straßburg Staub aufwirbelt. Nigel Farage hat selber gesagt, dass er gar nicht nach 10 Downing Street will. Also das ist der Parlamentssitz des britischen Premierministers. Er möchte im Grunde genommen die ewige Oppositionspartei sein. Das mag sich vielleicht geändert haben, vielleicht sieht das jetzt etwas anders aus, aber er wird immer wieder mit diesem Zitat konfrontiert. Er hat das bis jetzt noch nicht richtig gestellt und muss man sich fragen, wie kann man mit einer Partei zusammenarbeiten, die grundsätzlich nur in der Opposition verharren will, die keine Verantwortung übernehmen möchte. Die britische Haltung zu Europa, wie gesagt, ist immer sehr kritisch gewesen. Man fühlt sich ebenso stark den Amerikanern und dem anderen angelsächsischen Raum zugewandt, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, Kanada. Die Königin ist nach wie vor Staatsoberhaupt dieser Länder. Der Commonwealth of Nations ist aktiv, nicht so aktiv wie die EU gewissermaßen, und es ist nicht so eine politische und wirtschaftliche Union wie die Europäische Union, aber es gibt diesen Commonwealth of Nations und der spielt eine Rolle. Auch wenn das hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Es beginnt mit Sportfesten, es gibt die Commonwealth Games, das ist sozusagen die Olympiade in klein, das sind halt nur die Staaten, die im Commonwealth sind. Die Engländer reden ganz normal von, wenn man in Australien ist, oder ich war eine Zeit lang auch in Neuseeland, die ältere Generation spricht von Home und Home ist Großbritannien. Die sind seit sehr vielen Jahren Neuseeland, aber die Verbindung nach Großbritannien ist sehr stark. Und diese Verbindung zwischen Großbritannien und Europa fehlt fast vollständig. Man hat sich immer als etwas Eigenes betrachtet. Die eigene Demokratiegeschichte, die darf man auch nicht verachten. Man muss bedenken, dass Großbritannien ja fast
900, fast 1000 Jahre lang eine relativ ungebrochene Entwicklung vorgenommen hat. Es hat einmal knapp zwölf Jahre gegeben einer Republik mit Oliver Cromwell, aber der Rest der ganzen Jahrhunderte, fast 1000 Jahre, das ist eben ein Königreich gewesen mit der Magna Carta, mit einer Bestimmung, die es dem Adel untersagte, willkürlich Bestimmungen zu treffen, die jederzeit auch vor Gericht eingefragt werden konnten. Das heißt, man hat sich von dem Adel unabhängig gemacht und hat die Entscheidungen, die sehr feudalistisch, sehr aristokratisch auch getroffen wurden vom Adel, konnten dann vor Gericht eingefragt werden. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt. Ja? Also die englische Demokratie, meinetwegen zu Zeiten des Napoleonischen Krieges, was sich später gebildet hat, da hat es in Deutschland noch die Kleinstaaterei gegeben. Wir haben uns ja sehr schwer getan, Deutschland hat sich sehr schwer getan, bis es endlich zu einem Nationalstaat gekommen ist, als es in Europa mit Großbritannien, mit Spanien, mit Frankreich natürlich sehr starke, sehr selbstbewusste Nationalstaaten gegeben hat. Und oftmals habe ich das Gefühl, als ob gerade wir hier in Deutschland sehr viel Nachwuchs oder Nachholarbeit zu leisten hätten, bis wir endlich zu einer ganz normalen, unaufgeregten Patriotismus kommen können. Was mir hier in Deutschland widerfahren ist, danke. Also was ich hier in Deutschland gemerkt habe, wir haben also auch Diskussionen gehabt über einige unserer Wahlplakate, zum Beispiel Mut zu Deutschland. Das wurde heftig diskutiert in der Partei. Wir müssen das ständig erklären, wenn wir plakatieren, sind auch am Stand. In Großbritannien würde man sich nur wundern. Dort gab es bei den Tories vor etlichen Jahren ein Wahlkampfmotto, Britain first. Und da hat sich niemand drüber aufgeregt. Am allerwenigsten wäre man auf die Idee gekommen, die irgendwie in eine rechte Ecke zu stellen. Das ist ein vollkommen normales Nationalgefühl. Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich mal auf YouTube The Last Night of the Proms an. Ja? Das ist in Deutschland vollkommen undenkbar. Da werden Fahnen rausgeholt, der Union Jack, die schottische Fahne, die Waliser Fahne, St. George's Cross. Man singt mit, man macht mit, die ganzen Hymnen, die ganzen alten Lieder, das ist etwas, was den Deutschen vollkommen abgeht. Und ich habe das auch als starken Verlust empfunden, als ich nach etwa 20, 25 Jahren wieder nach Deutschland zurückkam, dass man sich ständig in Erklärungsnot befindet. Eine Sache, die ich eigentlich gelernt habe, als vollkommen selbstverständlich anzunehmen, das muss ich ständig rechtfertigen. Die schwarz-rot-goldene Fahne und so weiter. Und bei Fußball-Weltmeisterschaften scheint das ja in Ordnung zu sein, aber plötzlich auf einmal ist es dann wieder ein politisches Ding. Für mich ist die AfD Deutschlands kleinste Volkspartei, sage ich immer, weil doch sehr viele unterschiedliche Strömungen sich hier gefunden haben und natürlich gibt es da Reibereien, das ist doch ganz klar. Aber ich habe die AfD immer so empfunden, dass das eine Partei ist, wo man auch mal seine Meinung sagen kann und wo die Meinung auch nicht immer bei allen gleich sein muss. Also eine demokratische Partei zeichnet sich doch dadurch aus, dass man es aushält, dass innerhalb der Partei auch unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Fragestellungen da sein können. Und das ist, war jedenfalls mein Eindruck in Erfurt, sehr sachlich diskutiert worden. Dass man natürlich im Programm dann irgendwo dann ein Ergebnis oder einen Kompromiss stehen haben muss, ist eine ganz andere Sache. Aber trotzdem habe ich das immer so empfunden, dass man eben als AfD-Mitglied auch mal sagen kann, hier stimme ich mit meiner Partei zum Beispiel nicht überein. Das muss möglich sein und das, darin unterscheidet sich, meine ich jedenfalls, eine gute demokratische Partei von einer Kaderpartei. Vielen Dank. Das ist sicherlich ein Zeichen für eine aktive, gelebte Demokratie in der Partei, wenn man eben solche Diskussionen hat und Kontroversen hat, die diskutiert werden. Hat man heutzutage ja viel zu selten. Also wenn sich auf einen Posten mal zwei Kandidaten bewerben oder so, ist es ja gleich eine Kampfkandidatur. Und wenn ein Kandidat mit nur 80% gewählt ist, dann gilt der schon als abgesägt in den Medien. Also ist sicherlich ein Problem, was wir haben allgemein in der Landschaft. Lassen Sie uns mal gleich einsteigen zum Thema Politik. Sie beide hier auf der Bühne kandidieren ja fürs Europaparlament. Und meine Frage ist, wie schätzen Sie, Sie haben es bei Ihnen schon ein bisschen, Sie haben es anklingen lassen, wie schätzen Sie eigentlich das Europaparlament ein? Also welche Funktion sollte dieses Parlament haben? Was genau kann man da eigentlich bewirken jetzt als gewählter Vertreter? Und wollen Sie vielleicht... Ja, was wollen wir dort bewirken? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man das so eingeführt hat, wie ich gesagt habe. Das EU-Parlament ist eben nicht das originäre Parlament. Aber gleichwohl ist es ein wichtiger Ort, glaube ich, um die Botschaft zu
artikulieren, die wir zu artikulieren haben. Unsere zentrale Botschaft für den Wahlkampf ist sicherlich das, was auch im ersten Satz unserer Präambel bereits steht, also in dem Teil, der noch oberhalb des Wahlprogramms steht. Wir wollen keinen EU-Zentralstaat, sondern wir wollen ein Europa souveräner Demokratien. Und diese Botschaft auszusenden, ist auch der Ort, das EU-Parlament, denn auch dort werden immer wieder Entscheidungen getroffen, wenn auch nicht initiiert und wenn auch nicht eigenverantwortlich, sondern immer in Zusammenhang mit der Zustimmung des Rates, aber gleichwohl muss hier artikuliert werden und darauf hingewirkt werden, dass dieser zunehmende Zentralismus, den wir auf der EU-Ebene haben, dass immer mehr Kompetenzen auf die EU-Ebene gezogen werden, dass dem entgegengetreten wird. Und ich glaube, dafür werden wir eine sehr gute Gelegenheit haben, die beste wahrscheinlich, die ein EU-Parlament jemals hatte. Denn die Stimmen derer, die den EU-Zentralismus aus welchen Gründen auch immer und mit welcher Intonation auch immer ablehnen, die wird auf jeden Fall wachsen. Das heißt, es wird mehr Gehör dieser Meinung gegeben werden. Und ich denke, wir werden als Vertreter der AfD und als einzige deutsche Vertreter, die das artikulieren werden, dort in diesen Chor sehr laut einstimmen und diese Botschaft versuchen, sehr stark rüberzubringen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wie wir wissen, wird das Europäische Parlament von vielen als so die ein bisschen das Altersheim. Ja, man verschafft die Politiker, die hier nun mal ihren Dienst getan haben, das wird nach Europa geschickt, wenn sie sich anschauen, die ganzen ehemaligen Ministerpräsidenten, wir haben David McAllister, der jetzt von der CDU nominiert worden ist, als der Spitzenkandidat der CDU für das Europaparlament. Es gibt also eine ganze Reihe, sozusagen die zweite Garde wird dann nach Europa geschickt. Wir sehen das etwas anders. Wir wollen tatsächlich unsere Frontleute nach Europa schicken. Warum? Wir wissen, dass Europa ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber das Europäische Parlament ist für uns die Plattform, um endlich mal eine deutsche Opposition in Brüssel zu haben. Denn Sie werden sich wundern, wie einheitlich die Altparteien im Sinne von CDU, FDP, wenn es die denn noch gibt, die CSU, die Konservativen, die Grünen, wie einheitlich dort abgestimmt wird. Frau von Storch hatte das in einer anderen Rede mal dargestellt. Ich glaube, das bewegt sich bis zu 87%, wenn nicht 97% sogar. Also das ist doch... Das ist eine Kaderpolitik, die einem doch Angst machen muss. Wir versuchen das erste Mal, eine Partei ins Europäische Parlament zu schicken, die aus Deutschland kommt und die tatsächlich Opposition betreibt. Wir wollen keine Abnicker sein. Ich möchte noch ein Wort sagen zu einem Parteiprogramm. Nicht von unserem Parteiprogramm, sondern von dem Parteiprogramm zur Europawahl von der CSU. Das ist wie eine schlechte Fotokopie des AfD-Programms. Das kann man nicht anders sagen. Das Einzige, wo wir uns unterscheiden, das ist eigentlich unsere Fundamentalkritik am Euro, den wir natürlich mitmachen wollen. Ja? Also nach wie vor sind das die Euro-Abnicker. Und bei der CDU ist das bei mir immer so das Gefühl, das ist ein Tiger, der in München brüllt, aber in Berlin ist es nur ein Bettvorleger. Die machen letztendlich doch nur das, was Merkel vorgibt. Und lassen Sie sich nicht täuschen von dieser Kampfansage der CSU. Die werden weiter abnicken, die werden weiter mitmachen. Die machen im Moment nur ein bisschen Lärm, um uns die Wähler abspenstig machen zu wollen. Es gibt einen Think Tank in Brüssel, der hat sich mal das Abstimmungsverhalten der uns interessierenden deutschen Parteien angeguckt über die Jahre und die Zahlen aus 2010 gemittelt. Die Parteien, die deutschen Parteien im Europäischen Parlament stimmen fast alle immer identisch ab. Also die verhalten sich quasi wie eine Partei. Das schwankt zwischen 87 und 97%. Die Übereinstimmung zwischen SPD und, ich glaube, SPD und Grüne, nee, SPD und Grüne ist mehr, zwischen SPD und FDP ist bei 87% und zwischen SPD und Grünen am Ende 97%.
Alle Parteien stimmen zu 87-97% identisch ab. Also ganz egal, wen Sie bei uns die Stimme geben, zu 87-97% stimmen die immer für die gleichen Gesetze auf EU-Ebene. Das heißt, da werden zwar Debatten geführt hier und man versucht sich hier irgendwie voneinander abzugrenzen und so weiter. Letztlich ist es egal und die Geschlossenheit des Abstimmungsverhaltens auf EU-Ebene, sage ich immer, ist fast geschlossener, als dass man hier mit Fraktionszwang herstellen kann. Also auch hier haben wir bei 97% Übereinstimmung auch nicht immer, hatten wir auf jeden Fall beim Euro-Rettungsschirm zum Schluss nicht mehr. Da hatten ja die Schwarz-Gelb hatte da ja schon keine eigene Mehrheit mehr und brauchte schon die große Koalition, weil so viele Abweichler da waren. Auf EU-Ebene gibt es diese Abweichungen nicht und das geht, schließt ein die CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne. Alle fünf identisch. Und ich sage immer, unser Angebot dazu ist eine Alternative, ganz sicher. Wir haben Griechenland faktisch die Schulden erlassen. Das muss man ganz klar sehen. Ich halte das auch für richtig, dass man Griechenland seine Schulden erlässt. Man sollte es allerdings offen und ehrlich auch sagen. Das ist heimlich gemacht worden. Wenn ich eine praktisch unendliche Laufzeit habe und keine Zinsen bezahlen muss, dann habe ich keine Schulden mehr. Man nennt es nicht Schuldenerlass. So, aber wie gesagt, es ist richtig, denn Griechenland hat eine Schuldenlast offiziell von etwa 180% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist bei normaler Kapitalmarktfinanzierung jenseits des Tragfähigen. Also ein solches Land kann überhaupt nicht seine Schulden bedienen. Und darum haben wir denen diese Schulden erlassen. Nur, ich habe auch vor 2 Jahren schon gesagt, wir müssen Griechenland die Schulden erlassen, aber dann müssen sie auch den Euroraum verlassen. Ich kann ja nicht einen solchen Schuldenerlass durchführen, ohne die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Insofern interessieren mich auch gar nicht so sehr die aktuellen Zahlen, ob das jetzt 2% oder 3% Defizit sind, sondern mich als Ökonom interessieren die Mechanismen, die Anreizmechanismen, die Regeln. Und wir haben einen grundlegenden Fehler in der Währungsunion. Wir haben souveräne Staaten, die ihre staatlichen Papiere in Geld verwandeln können, in gemeinsames Geld, was ursprünglich mit guten Gründen in der Währungsunion ausgeschlossen worden ist. Es ist ja mit guten Gründen gesagt worden, wir machen nur eine Währungsunion, wenn die Europäische Zentralbank keine Staatsfinanzierung betreiben kann. Denn alles andere bedeutet, dass ich immer dann, wenn ich Geld brauche, schlicht und einfach über die Einreichung meiner Staatspapiere bei der EZB mir dieses Geld, das gemeinsame Geld besorge. Und solange dieser Grundfehler nicht behoben ist, sehe ich auch keine dauerhafte Tragfähigkeit und keine dauerhaften Anreize für Haushaltsdisziplin. Auch wenn zurzeit alle sich am Riemen reißen. Man soll das auch nicht kleinreden. Also die Griechen haben eine ganze Menge gemacht. Sie haben hohe Opfer gebracht. Sie haben aber auch eine Arbeitslosenquote von 27% zurzeit. Das halten sie gar nicht lange durch. Da darf man sich keine Illusionen machen. Ne? Wir haben auch vor dem Einstieg in den Euro mit dem Maastrichter Vertrag ja harte Kriterien gehabt und viele Länder haben diese Kriterien auch erfüllt, aber das hat nicht lange gedauert. Wenn die grundsätzlichen Mechanismen nicht stimmen und die grundsätzlichen Anreize nicht stimmen, dann ist etwas faul im Staat Dänemark und dann kann ein solches System nicht funktionieren. Das ist das Problem. Und was die Defizitzahlen betrifft von Griechenland, die Sie genannt haben, das ist das Primärdefizit. Da ist herausgerechnet, also die gesamte Zinslast, die ohnehin schon sehr gering ist. Also Primärdefizit heißt immer Einnahmen minus Ausgaben, aber ohne die Zinsen. Und man hat herausgerechnet die Kosten der Bankenrekapitalisierung, weil man gesagt hat, das ist ein einmaliger Fall gewesen in diesem Jahr. Aber wer sagt uns denn, dass ein einmaliger Fall ist? Die Banken in Griechenland sind marode, ne? Sagt Herr Kollege Sinn auch mit vollkommenem Recht. Insofern können Sie aus jeder Zahl natürlich eine günstige Zahl machen. Aber nochmal, ich will es nicht kleinreden. Viele Länder haben ja Fortschritte gemacht. Und sie haben auch bei ihren Lohnstückkosten Fortschritte gemacht, gar keine Frage. Nur fürchte ich, solange wir diesen grundsätzlichen Mechanismus, den Fehlmechanismus der Währungsunion, den wir hier drin haben, übrigens anders als die Amerikaner, die haben ja auch eine Währungsunion mit ihren Einzelstaaten, aber da müssen das, was wir Targetzeiten nennen, eben jedes Jahr ausgeglichen werden. Sie können nicht einfach auf Kosten der anderen permanent Defizite fahren. Und solange wir das nicht ändern und zu den Grundregeln von Maastricht zurückkehren, und da sehe ich ehrlich gesagt keine politische Chance zu, kann ich auch keine Entwarnung geben, was diese Schuldenkrise betrifft. Noch lebt die Schuldenkrise oder die Bewältigung der Schuldenkrise davon, dass es einen potenten Zahler gibt, das ist Deutschland. Ne? Wenn der Zahler auch in die
Bredouille gerät. Und das wird über kurz oder lang der Fall sein, denn wir haben faktisch schon Eurobonds eingeführt. Das, was wir da machen, ist nichts anderes als Eurobonds letztendlich. Wir haben die gemeinsame Schuldenübernahme über die Fonds und über die EZB. Wenn Deutschland dann auch eines Tages das Vertrauen der Kapitalmärkte verliert, dann wird nichts anderes mehr übrig bleiben als Inflation. Das ist immer die letzte Lösung gewesen, wenn der Staat sich so hoch verschuldet hat, dass er seine Zinsen nicht mehr bezahlen konnte. Also eine Zeit lang kann man das wie Morphium verwenden, auch die EZBs Niedrigzinspolitik, um die eigentliche Krankheit zu überdecken. Das macht vielleicht noch 2-3 Jahre gut gehen, aber es ist keine Dauerlösung. Da braucht man ja nicht Ökonomie studiert zu haben. Sie haben eben gesagt, Herr Professor, das ist sowas Besonderes. Das ist gesunder Menschenverstand. Ne? Jeder kann sich ausrechnen, dass sie keine realen Probleme dadurch lösen können, dass sie Geld drucken. Denn durch Geld drucken entstehen keine realen Güter. Und um deren Verteilung geht es letztendlich. Insofern also, wie gesagt, die jüngsten Zahlen will ich nicht kleinreden, obwohl sie in vieler Hinsicht geschönt sind. Aber das eigentliche Problem ist nicht gelöst. Ein Gedanke, der den meisten vielleicht fremd ist, und ich versuche den immer zu artikulieren, wenn ich über dieses Thema rede: Insolvenz hat für die meisten einen unglaublich negativen Touch. Wir können doch nicht die Griechen insolvent gehen lassen. Wir können doch die Griechen nicht pleite gehen lassen. Dabei schwingt mit der Gedanke, dass wenn die pleite gehen, die pleite sind. Das ist aber verkehrt. Die sind jetzt pleite, insolvent. Und in dem Moment, in dem sie die Insolvenz quasi anmelden, heißt das nichts anderes, als dass sie jetzt sagen, liebe Gläubiger, wir waren jetzt pleite. Und jetzt ist das euer Problem, denn jetzt erklären wir euch, eure Schulden zahlen wir nicht mehr. Insolvenz heißt, dass der Schuldner sich von seinen Schulden befreit und dass diese Schulden jetzt ein Problem des Gläubigers sind, der nämlich sein Geld nicht mehr bekommt. Insolvenz ist eben nicht das Ende des Schuldners, sondern Insolvenz ist das Ende des Gläubigers, der jetzt fälschlicherweise glaubt, sein Geld noch zu bekommen. Dieser Gläubiger wird in seinem Glauben enttäuscht, sein Geld zurückzubekommen. Und deswegen ist der Druck so immens groß, denn diese Gläubiger haben genau darauf keine Lust, dass sie ihr Geld nicht mehr zurückbekommen. Und diesen Gedanken müssen wir versuchen zu artikulieren, dass wir sagen, Insolvenz ist nicht das Problem des Schuldners, sondern die Insolvenz, die dann tatsächlich eintritt, mit dem Ergebnis, ab jetzt werden Schulden nicht mehr zurückgezahlt und auch nicht mehr laufend bedient. Keine Zinsen mehr, keine Tilgung mehr. In dem Moment der Insolvenz hat der Gläubiger das Problem, nicht mehr der Schuldner. Das müssen wir transportieren. Und dann müssen wir noch einen zweiten Gedanken transportieren, dass nämlich, wenn Insolvenz eintritt und ein Land sagt, ich bediene meine Schulden nicht mehr, nicht die am nächsten, ich sage immer am nächsten Tag, dann denken alle, dann sterben die alle am nächsten Tag, denn dann haben die ja gar kein Geld mehr. Die haben nämlich den Gedanken, dass alles Geld beispielsweise, was in Griechenland ausgegeben wird, nur über Kredite in dieses Land hineinkommt und sie dann ja keine Kredite mehr kriegen. Wir tun so, als hätte ein Land, das Insolvenz anmeldet und das bisher immer Kredite bekommen hat und jetzt keine Kredite mehr kriegt, weil es ja Insolvenz angemeldet hat, über keine Einnahmen mehr verfügt und deswegen gar nichts mehr kaufen kann. Und dem ist nicht so. In Griechenland hatten wir einen Haushalt von etwa, ich glaube, 300 Milliarden, irgendwie sowas Größenordnung, oder 100, ich weiß nicht mehr ganz genau, 208, also irgendwie was, dreistellige Milliarden. Da fehlten sowas wie 10 Milliarden Euro im Jahr und den Rest hatten die als eigene Einnahmen. Die haben also 200 eigene Einnahmen und 10 haben sie immer aus Krediten finanziert, aber 200 hatten sie und 10 haben gefehlt. Und die haben sie immer über Kredite finanziert. Und diese Kredite, die kriegen sie natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, es fehlen 10, aber es fehlen nicht die anderen 200, denn das sind Einnahmen, die sie weiter haben, entgegen aller Vorurteile. Es gibt Menschen, die in Griechenland Steuern bezahlen. Der griechische Staat hat Einnahmen, aber eben nicht so viele, wie er Ausgaben hat. Und wir müssen versuchen zu erklären, dass eben eine Insolvenz nicht dazu führt, dass ein Staat null Einnahmen mehr hat am nächsten Tag, sondern nur das, was er als Defizit in den Jahren davor auch fabriziert hat. Und natürlich, dieses Defizit wird am Anfang dann nicht mehr finanziert, weil es keine Kredite zunächst mal mehr gibt. Und dann gibt es Probleme, auch humanitäre Probleme. Und dann sollen wir, und das ist dann Solidarität, humanitäre Solidarität nämlich, die wir dann üben, wenn dieses Defizit nicht mehr bezahlt werden kann. Diese Lücke, die dann bleibt,
Da müssen wir dann, das ist dann echte Solidarität, und dann würde unsere Hilfe auch den Menschen zugutekommen, denn das, was wir jetzt im Moment an Solidaritätszahlungen leisten, sind ja Zahlungen, damit die ihre Kredite bezahlen können und ihre Zinsen bezahlen können. Das Geld geht ja nicht an die Menschen, sondern das geht an die Banken zur Tilgung der Schulden. Also zwei Punkte: Insolvenz ist nicht das Problem des Schuldners, sondern Insolvenz ist dann das Problem des Gläubigers. Und ein Land, das insolvent geht, dem fehlen nicht sämtliche Einnahmen, nur so ein kleiner Teil, und dann üben wir Solidarität. Also das ist richtig, was Sie sagen, und im Übrigen ist es ja so, Insolvenz heißt ja jetzt erstmal nur, es hilft Ihnen ja auch insofern, dass Sie dann die Zinsen nicht mehr bezahlen müssen. Das heißt ja eigentlich Schuldenerlass. Und nur ist es damit nicht getan. Ne? Ich vergleiche das immer mit einem Schiff. Wenn das Schiff voll Wasser gelaufen ist, gut, damit das Ding nicht sinkt, muss ich das Wasser abpumpen. Das ist der Schuldenerlass. Aber ich muss doch das Leck stopfen, damit es nicht sofort wieder vollläuft. Ne? Und das ist das Entscheidende, dass man die Ursachen dafür, warum es überhaupt so weit gekommen ist, beseitigt. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit von weg. Lassen Sie mich mal gleich einhaken. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie nicht glauben, dass die Griechenland zum Beispiel den Euro verlassen wird. Jetzt meine Frage: Was kann jetzt realistisch gesehen getan werden? Also was sind konkret Schritte, von denen Sie denken, dass die AfD sie umsetzen kann? Was ist Ihre Perspektive darauf? Was soll jetzt konkret getan werden am 26. Mai, einen Tag nach der Wahl? Na gut, geben wir uns 2 Tage mehr. Also ich habe schon gesagt, das ist keine Sache, aus der wir von heute auf morgen wieder rauskommen aus dieser Nummer. Darüber muss man sich völlig im Klaren sein. Aber was wir machen müssen, ist zunächst mal wieder für eine solide Geldpolitik zu sorgen. Es darf und kann nicht weiter sein, dass die Europäische Zentralbank im Grunde genommen zum Finanzierungsinstrument nicht nur für Griechenland und Italien, sondern überhaupt für die Staaten wird. Das ist der Tod jeder Währung, wenn sie das zulassen. Und insofern muss als allererstes die Europäische Zentralbank zu einer soliden Geldpolitik zurückkehren und aufhören, die Staatsfinanzierung zu betreiben. Und sie darf auch keine Staatspapiere mehr in ihr Portfolio nehmen, die nicht durch eine entsprechende Bonität gesichert sind. Und das heißt in der Tat, dass die griechischen Staatsanleihen und auch Schuldscheine der griechischen Banken schlicht und einfach von der Europäischen Zentralbank nicht mehr aufgekauft werden dürfen. Wir können nicht von heute auf morgen das Rad sofort zurückdrehen, aber insofern müssen wir zu einer soliden Volkswirtschaftspolitik in der geldpolitischen Hinsicht zurückkehren, und wir müssen auch das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank wieder durchsetzen. Das bedeutet nicht von vornherein, dass wir Griechenland jetzt aus dem Euro herauswerfen müssen, aber auf der anderen Seite wäre es für Griechenland ein Vorteil, wenn sie mit einer eigenen Währung ihre Wettbewerbsfähigkeit sehr viel leichter wiederherstellen können, als sie das zurzeit sehr viel mit sehr viel Mühen und mit sehr hohen Opfern bei der Arbeitslosigkeit zum Beispiel machen müssen. Das ist aber nicht einfach, dieser Weg. Ich habe ja versucht in meinem Vortrag, wenn ich das auch nur kurz angerissen habe, zu zeigen, dass man möglicherweise den anderen Weg gehen muss. Das würde bedeuten, dass die schwächeren Staaten den Euro behalten und den Euro inflationieren, was sie sowieso tun werden, und dass dann aber die stärkeren Staaten, zu denen ich also neben Deutschland, Österreich, Finnland und die Niederlande zähle, Frankreich muss sich entscheiden, wo es zugehören will, eigene Währungen wieder einführen. Zunächst als Parallelwährung, dann als vollständig eigene Währung. Das hätte den Vorteil, dass die schwächeren Staaten keine eigene Währung einführen müssen. Es ist immer schwierig, in einem schwachen Staat eine neue Währung einzuführen, weil die keine Akzeptanz finden wird. Und es ist sehr viel leichter, in einem starken Staat eine neue Währung einzuführen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich da den Stein der Weisen gefunden habe. Aber eins darf nicht sein, dass man gar nicht darüber diskutieren darf, welche Alternativen es zum Euro gibt. Und Sie haben gerade gesagt, die EZB kauft Staatsanleihen auf. Das sagen wir so, aber technisch ist das falsch. Denn wenn es heißt, die EZB kauft Staatsanleihen auf, heißt das, dass die EZB beschließt, dass Staatsanleihen aufgekauft werden sollen. Umgesetzt wird das über die nationalen Notenbanken. Denn das heißt, tatsächlicherweise schimpft die Bundesbank und Herr Weidmann und kritisiert den Staatsanleihenaufkauf verbaliter. Und dann schnauben Sie einmal durch und dann setzen Sie diesen Beschluss um, indem Sie Staatsanleihen aufkaufen. Das passiert nämlich über die nationalen Notenbanken, und ich würde einen scharfen Appell an unsere Bundesbank hinausgeben und zu sagen, wenn ihr schon dagegen seid und der Meinung seid, dass dieser Beschluss gegen die EZB-Statuten verstößt, dann setzt ihn einfach nicht um. Ihr habt es in der Hand für 27% des Haftkapitals.
Das ist natürlich auch eine Route, die ich eigentlich auch befürworten würde. Natürlich, wir können natürlich von unserem souveränen Recht Gebrauch machen, dass wir sagen, nicht einen einzigen Cent für irgendeine weitere Bailout-Zahlung, sondern wir halten uns an den Vertrag von Maastricht. Das Zweite ist natürlich, dass wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts akzeptieren. Das Bundesverfassungsgericht hat natürlich den Aufkauf von Staatsanleihen, im Grunde auch die Staatsfinanzierung, sehr kritisiert und auch als rechtswidrig dargestellt. Diese Richtlinie ist von der Bundesregierung natürlich nicht aufgegriffen worden. Es sind sehr viele Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht im Grunde nicht umgesetzt worden. Das hat man als Empfehlungen betrachtet. Und es ist eine sonderbare Arroganz, die die Regierung in Berlin zeigt, dass sie sich nicht weisungsbefugt diesen Entscheidungen immerhin des Bundesverfassungsgerichts unterordnet. Wir können ganz einfach mal damit anfangen, dass wir Recht sprechen und Recht einhalten dort, wo Recht gesprochen worden ist, und die Verträge einfach mal einhalten. Dann lassen Sie uns vielleicht mal überlegen, wir haben 2009 die letzte Europawahl gehabt. Jetzt sind 5 Jahre ins Land gegangen. Jetzt, wir haben verschiedene Aspekte beleuchtet, was so geschehen ist. Wir sprachen jetzt von der Finanzpolitik und den Problemen, die Eurozone hat zurzeit. Wir haben auch gesprochen von Zentralismus. Und wie ist was ist Ihre Meinung? Wie entwickelt sich Europa, wenn sich nichts verändern wird? Was glauben Sie, wo steht Europa 2019, wenn es dann zur nächsten Europawahl geht? Ich denke schon, dass sich gerade jetzt sehr, sehr viel in Europa bewegt. Die AfD ist ein deutsches Unikum, wenn man so will. Es ist das erste Mal, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das Alleinstellungsmerkmal ist eben Kritik an der Europolitik, wie sie von der Bundesregierung betrieben wird, Kritik an dem gemeinsamen Währungsverbund überhaupt. Wir sind aber nicht alleine. Es gibt andere Parteien in Europa, die haben sich ebenfalls formiert. Ich rede jetzt nicht von sonderbaren Rechtsaußen, das ist eine Erscheinung für sich, sondern wir reden von Parteien, die sich organisiert haben und die sich die ganze Geschichte sehr, sehr kritisch betrachten und die nicht mehr mitmachen wollen. Vor allen Dingen, der große Ansatz ist natürlich die Entfernung der Bürger von denjenigen, die die Entscheidung eigentlich treffen. Dass es gar keinen Widerhall mehr findet bei vielen Völkern. Wir können damit rechnen, dass eine große Anzahl, ich will nicht sagen europafeindlich, denn wir sind zum Beispiel nicht europafeindlich, wir sind europaskeptisch. Wir sind Europa-Realisten, wenn man so will. Ich glaube, dass sich bei der Wahl jetzt im Mai sehr viele kritische Geister durchsetzen werden und dass diese Abwinkemaschine in Brüssel und in Straßburg nicht einfach so weiterlaufen wird. Ich glaube schon, dass sich jetzt etwas in Bewegung setzt, auch angestoßen durch die Skandale mit der NSA, mit der Krise in der Ukraine. Viele Leute glauben, sie werden nicht mehr richtig informiert. Und ich denke schon, dass sich sehr viele, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, sehr kritisch bei der Wahl äußern werden und die entsprechenden Parteien unterstützen, die diese Punkte aufnehmen und nicht einfach mal nur eine Durchwinkelorganisation sein wollen. Ja, ich denke, wir müssen aufpassen, dass das, was wir als Europa sozusagen erhalten wollen, tatsächlicherweise kaputt geht. Also im Moment erleben wir eine Spaltung in die Zone derer, die den Euro haben und derer, die den Euro nicht haben und auch nicht mehr haben wollen. Dieser Graben wird tiefer werden und die Auseinandersetzung zwischen den Ländern werden zunehmen in dem Maße, in dem Zahlungen dann geleistet werden müssen und es bei uns dann irgendwann auch ans Portemonnaie geht. Ich glaube, dass das zu einer wirklichen Auseinanderfallen von Europa, von der EU mindestens, die 28, die dort Mitglied sind, führen wird. Und das würde ich bedauern. Es gibt einen Punkt, um noch einmal auf Ihren Vortrag zurückzukommen, wo ich der Meinung bin, dass nicht passieren wird. Ich glaube, dass der ESM, dass die deutsche Eurohaftung über den ESM, über die 190 Milliarden Euro nicht erhöht werden wird, weil die Probleme inzwischen schon so groß sind, dass man weiß, dass es über diesen Mechanismus nicht mehr gehen wird, denn das erfordert die Zustimmung des Deutschen Bundestages, weswegen die EZB jetzt angekündigt hat, unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen und unwidersprochen gesagt wurde, es wird jetzt durchgerechnet, was passiert, wenn die EZB 1 Billion Euro auf den Markt
gibt und das nicht nur durch den Aufkauf von Staatsanleihen, sondern auch von sonstigen Wertpapieren, Asset-Backed Securities, also irgendwelche andere Art von mehr oder weniger wertvollen oder wertlosen Papieren. Also ich glaube, dass das Problem sich inzwischen schon so verschärft hat, dass man über den Weg über die Rettungsschirme nicht mehr geht und deswegen jetzt ganz genau das Instrument einsetzt, das eigentlich verhindert werden sollte durch den europäischen oder durch die Rettungsmechanismen. Man wollte verhindern, dass die EZB direkt zur Druckerpresse greift und hat deswegen diese Schirme aufgespannt. Man stellt jetzt fest, die Schirme gehen kaputt, die Schirme sind nicht groß genug und deswegen kommt jetzt die ganz große Bazooka, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennen kann, sodass es zu einer Erhöhung der Rettungsvolumen nicht mehr kommt. Und das wird dann irgendwann Ergebnisse zeitigen, auch bei uns, und dann wird es zu, naja, dann kommt es zu dem Verhältnis, wie das man hat, zu einem Schuldner, der nicht mehr zahlt, oder einem Staat, der einem hineinregieren will und der einen sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Mit anderen Worten, es wird zu immer mehr Konflikten innerhalb von Europa kommen, und das würde ich sehr bedauern. Insofern glaube ich, ist es im besten Sinne Europas und eines freundschaftlichen Europas, wenn sich das, was wir fordern, durchsetzt, nämlich ein weniger an Zentralismus und ein mehr an Eigenverantwortung und dann ein Helfen für die Südstaaten, um wieder auf die Beine zu kommen. Denn am Ende des Tages sind wir in Europa nur dann erfolgreich, wenn es auch unseren Nachbarn gut geht. Wir haben ein originäres Interesse daran, dass es unseren Nachbarn gut geht, und deswegen machen wir die Politik so, wie wir sie machen. Also wahrscheinlich haben Sie da recht, nach der Bazooka und der dicken Bertha wird wahrscheinlich jetzt die geldpolitische Nuklearwaffe gezündet werden. Und das fürchte ich auch. Was Europa insgesamt betrifft, ich habe vor einiger Zeit, etwa ein halbes Jahr her, da war er gerade noch im Direktorium der Deutschen Bundesbank, einen Vortrag von Herrn Asmussen gehört. Und er hat als Vertreter der Europäischen Zentralbank gesprochen, in Wiesbaden ist das gewesen, und hat dort gesagt, die logische Ergänzung der Währungsunion sei die Bankenunion, und die logische Ergänzung der Währungsunion sei außerdem die Fiskalunion, und am Ende müsse die politische Union stehen, sagt er als Mitglied der Europäischen Zentralbank, die überhaupt kein Mandat hat, solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Und das ist der eine Weg, den Europa gehen wird. Sie hatten ja gefragt nach dem Weg von Europa, und ich glaube, dass unsere Regierung auf diesem Weg ist, auch wenn sie es nicht offen sagt. Frau Merkel hat offensichtlich die Vorstellung, das mit Maastricht hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir die Währungsunion dadurch rechnen, dass wir eine strikte Fiskaldisziplin erzwingen. Und das geht nur über eine Fiskalunion. Sie hat dabei die Vorstellung, dass die anderen Länder sich nach deutschen Stabilitätsvorstellungen richten würden. Was allerdings meines Erachtens der grundlegende Fehler dabei ist. Wir werden eine Fiskalunion bekommen, aber es wird eine Schuldenunion sein. Und es wird nach dem Vorbild der Währungen gehen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, von denen ich ja eben auch gesprochen habe. Meine Vorstellung von Europa ist das nicht. Ich glaube, dass Europa gute Aufgaben und wichtige Aufgaben hat, zum Beispiel in der gemeinsamen Außenpolitik und in der Verteidigungspolitik, die jetzt leider wieder sehr aktuell geworden ist. Da versagt sie aber. Und ich brauche kein Europa, das mir vorschreibt, wie lange meine Kaffeemaschine zum Beispiel auf Standby stehen darf oder solche Dinge. Das ist das Problem. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Solidarität in Europa haben und ein Gemeinsamkeitsgefühl unter 28 Ländern, dass so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa mit wirklichen gemeinsamen Wahlen, bei denen dann möglicherweise Silvio Berlusconi auf unseren Wahlplakaten zu sehen ist, darstellen wird. Also das ist nicht das, was ich mir unter Europa vorstelle. Ich glaube, dass ein Europa der Völker mit den Dingen, die gemeinsam besser gemacht werden können als einzeln, aber bei allen Dingen Subsidiaritätsprinzip, die das einzelne Land besser machen kann, wenn es alleine das macht, und wo wir uns auch viel in vieler Hinsicht unterscheiden, das sollte eigentlich das Europa sein, was wir anstreben sollten. Ich versuche Sie immer zu überzeugen, dass Nichtwählen keine Lösung ist. Nichtwählen ist das Allerschlimmste. Nichtwählen ist wie Schweigen, und Schweigen bestätigt den Status quo. Das können wir nicht machen. Was natürlich als Argument zieht, und da staunen die meisten, wenn wir dann wirklich sagen, naja, 80-90% unserer Gesetze werden in Brüssel oder in Straßburg verabschiedet. Und wir brauchen einfach eine aktivere und auch eine oppositionellere Beteiligung im Europäischen Parlament an diesem Gremium. Und dann hat man tatsächlich die Leute im Gespräch und man kann sie tatsächlich ein bisschen mehr interessieren für dieses Europäische Parlament.
Was wir in Europa machen wollen, ist nun vielfach gesagt worden, ich will das alles nicht wiederholen. Das Besondere ist wirklich, dass wir einfach eine Plattform brauchen, um eine kritische Sicht der Dinge darzustellen. Denn die anderen deutschen Parteien, wie es ausgeführt worden ist, bis zu 97% ist das Kaderverhalten. Damit können wir nun überhaupt gar nichts anfangen. Es muss ganz einfach, in Brüssel muss Deutschland auch ganz einfach wieder ernst genommen werden. Deswegen wollen wir auch ins Europäische Parlament, um einfach, wenn wir nur 7, 8, 9 Manneken sind, die dort ihre Stimme erheben. Aber man kann uns nicht mehr übersehen, man kann uns nicht mehr totschweigen. Wir haben eine parlamentarische Präsenz, wir sind in den Medien, wir werden befragt, wir werden interviewt, viel stärker von den ausländischen Medien, wie das jetzt ja auch der Fall ist, von ausländischen Medien, die ein sehr starkes Interesse an der AfD haben, weil wir etwas Einmaliges sind in Deutschland. Bisher hat es so etwas nicht gegeben. Und man berichtet dort auch, also wenn die die Neue Züricher Zeitung lesen oder auch die englische Presse, sehr viel objektiver über das, was bei uns vorgeht. Und ich denke mir, wenn wir im Europäischen Parlament vertreten sind, wenn wir dort eine Stimme haben, dann wird sich das dort wie ein Multiplikator vervielfachen. Man wird uns zuhören, man wird uns ernst nehmen, man wird sich mit uns auseinandersetzen müssen. Wir können nicht mehr einfach so... Wir können nicht mehr einfach so, wie ich das jetzt Samstag an einem Stand gehört habe, ach, ihr seid ja nur eine Eintagsfliege. Also das glaube ich ganz bestimmt nicht. Eine Eintagsfliege wächst nicht von 0 auf 18.500 Mitgliedern in einem Jahr. Eine Eintagsfliege schafft es auch nicht, 16 Landesverbände aus dem Null herauszuziehen und effektiven Wahlkampf zu machen. Also jemand, der das behauptet, der verkennt die Lage vollkommen. Der verkennt auch die Lage, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Denn wir haben an den Ständen einen sehr großen Zuspruch. Viele sagen, ach nein, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Andere aber kommen direkt auf uns zu und nehmen uns die Flyer ab. Nehmen welche mit, weil die den Briefkästen verteilen wollen, die wollen Aufkleber, interessieren sich für die Programme. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine bleibende Kraft sind, eine neue, kleine, bürgerliche Volkspartei, wie Sie das so schön formuliert haben. Und alleine aus dem Grunde schon müssen wir in Brüssel repräsentiert sein. Vielleicht zwei kurze Punkte noch dazu als Ergänzung. Erstens, ich warne zunächst mal davor, irgendwie zu sagen, ja, wir sind ganz sicher mit 6, 7, 8, 9, 15% oder sowas im EU-Parlament. Wir haben noch einen Wahlkampf vor uns. Man wird auf uns noch schießen, man wird uns noch kritisieren, man wird sich noch mit uns auseinandersetzen. Wir werden attackiert, unsere Plakate bleiben nicht hängen. Wir haben noch einen Wahlkampf zu leisten. Ich möchte immer nur daran erinnern, dass wir den wirklich mit aller Ernsthaftigkeit und mit aller Intensität führen, denn uns wird nichts geschenkt werden. Das ist Punkt 1. Allerdings Punkt 2, wenn wir denn mit vielleicht 5 Abgeordneten oder 6 Abgeordneten zunächst mal einziehen sollten, dann sollten wir uns bewusst machen, das ist im EU-Parlament keine kleine Gruppe. Man muss wissen, dass Deutschland die mitgliederstärkste Fraktion im EU-Parlament hat. Von den 700, was auch immer, 50 Sitzen sind 96 deutsche Sitze. Ist es mit relativem Abstand größte Fraktion. Und wenn wir 6, 7 Sitze erringen sollten, dann ist unsere Gruppe, die der AfD innerhalb des EU-Parlaments insgesamt betrachtet, relativ groß. Wir regieren damit nicht das EU-Parlament und wir haben damit keine Mehrheit, das ist alles vollkommen klar. Aber die Gruppe als solche im Verhältnis zu anderen Gruppen, die da sind, ist relativ groß, weil natürlich die anderen Länder alle relativ viel kleiner sind. Das heißt, es gibt ungefähr 15 oder 20 Gruppen aus Ländern, die einzeln betrachtet größer sind als wir. Aber wir wären dann eine ernstzunehmende Gruppe und in Gesprächen, die man führt, wenn man jetzt mal in Brüssel oder Straßburg ist und sich mit anderen auseinandersetzt, dann weiß man schon, kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass wir auf jeden Fall da wahrgenommen werden. Und der dritte Punkt, wir sind die Stimme des Zahlers, des ersten Zahlers der EU. Und es ist außerordentlich wichtig, dass auch der Hauptzahler der EU, der die ganze Veranstaltung, ohne den die ganze Veranstaltung und auch die ganze Euro-Rettung nicht laufen würde, das ist allen klar, dass auch aus diesem Land heraus endlich einmal Oppositionsarbeit geleistet wird. Und Oppositionsarbeit ist wirklich wichtig. Ja, bei der letzten Europawahl hätte ich vielleicht auch noch gesagt, macht gar keinen Sinn, dahin zu gehen. Die machen ja alle dasselbe und sagen alle dasselbe, aber jetzt gibt es ja eine Alternative. Und da ist die Situation dann eine völlig andere. Und ich
fände es schon wichtig, dass überhaupt eine Stimme der Vernunft dort im Europaparlament ist. Denn ich bin des Öfteren in Brüssel, habe dort mit den Europaparlamentariern auch leider zu tun und bin immer wieder entsetzt, wie weit abgerückt die wirklich von den Problemen der wirklichen Welt sind und dass die Dinge doch aus einer Perspektive sehen, die mit dem, was man hier vor Ort erlebt und was man braucht, eigentlich relativ wenig zu tun hat. Insofern ist jede Stimme der Vernunft dort ein Gewinn für Europa. Und ich stelle Ihnen mal eine Denksportaufgabe. Es wurde ja zu Recht die Frage gestellt, was die AfD von der Energiewende hält. Ich kann mir das ganz kurz machen, nichts. Aber ich will Ihnen mal eine Denksportaufgabe stellen. Nicht, dass Frau Merkel es deshalb gemacht hat, als der Tsunami da in Japan passierte. So als könnte hier der Tsunami den Rhein hochgehen und Ähnliches in Deutschland anrichten. Aber die Denksportaufgabe lautet so: Ich frage Sie mal, wieso hilft die Energiewende dem Euro? Wenn Sie ein bisschen aufgepasst haben, dann wissen Sie es inzwischen. Weil der die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft massiv beschädigt, diese Wende. Und natürlich kommen wir durch diese Beschädigung den Franzosen entgegen. Mit anderen Worten, um den Euro zu retten, eine ganz logische Folge der Einheits-Euro-Politik. Und eine richtige Politik, wenn Sie den Euro retten wollen. Der Süden muss hochkommen, er kommt aber nicht richtig hoch. Weil er nicht genug hochkommt, gehen wir jetzt runter. Und jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, ist ja interessant, der Süden tut was und wir müssen runter. Was ist denn mit den Franzosen? Wir haben ja hier einiges über die südeuropäischen Länder gehört. Meine Damen und Herren, hier ist eine kleine andere Nuancierung von mir im Gegensatz zu den Aussagen von Herrn von Suntum. Also für mich ist das größte potenzielle Problem Frankreich. Ich habe dort 12 Jahre lang gelebt. Ich kenne das Land recht gut. Ich habe immer noch einen zweiten Wohnsitz da. Das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich bin auch übrigens, wenn Sie mir das, damit die nicht, weil hier auch französisches Fernsehen ist oder war, ich möchte auch klarstellen, dass ich das Land sehr schätze. Aber Hollande tut nichts. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein neuer Ministerpräsident, der versucht, den Gerhard Schröder dort zu spielen, keinen Erfolg haben wird. Und eigentlich, wenn man das mal genau betrachtet, aus französischer Sicht braucht er auch nichts zu tun. Wenn der Süden nach oben kommt und der Norden nach unten, dann werden wir uns, um den Euro zu retten, auf dem französischen Niveau irgendwo treffen. Und für mich ist genau das der dramatischste Nebeneffekt dieser ganzen Euro-Rettungspolitik. Um den Euro zu retten, müssen wir uns auf das französische Niveau einigen. Und dann ist der Euro wieder stabil. Dann haben wir alle gewaltige Überschüsse, ich will mal sagen Defizite. Aber wenn sie alle gleich sind, dann ist die Währung eben auch gerettet. Zumindest gibt es diese Verwerfungen nicht mehr, die zu diesem Ausgleich führen müssen. Daneben gibt es aber auch politische Nebenwirkungen, meine Damen und Herren, die mir auch große Sorge machen. Damit diese Harmonisierung passiert, müssen 3 Dinge passieren, die im Lissabon-Vertrag nicht vorgesehen sind, aber die jetzt politisch angesteuert werden. Erstens, im Lissabon-Vertrag war immer das Prinzip der Subsidiarität erwähnt. Und darauf haben ja auch die 3 Personen hier, die hier sich wacker geschlagen haben, auch hingewiesen. Was heißt Subsidiarität? Das heißt, dass man die Verantwortung für die Lösung eines Problems möglichst nah am Bürger lokalisiert. Möglichst in der Kommune, wenn es da nicht geht, dann im Bundesland, wenn es da nicht geht, in Berlin und nur, wenn es da nicht geht, nach Brüssel. Das war eigentlich die Idee für ein Europa damals. Und jetzt, um den Euro zu retten, gilt das nicht mehr. Sie müssen zentralisieren und deshalb kriegen wir jetzt diese Wirtschaftsregierung. Deshalb kriegen wir ein europäisches Budget. Nicht, Herr Schäuble kommt auf die verrückte Idee zu sagen, wir müssen einen europäischen Präsidenten vom Volk wählen lassen. Seine Idee. Er hat noch nie gesagt, dass wir den deutschen Präsidenten vom Volk wählen lassen dürfen. Das dürfen wir nicht. Aber den europäischen, den dürfen wir vom Volk wählen lassen. Das ist auch klar. Das heißt also, wir haben das Prinzip der Subsidiarität wird ersetzt durch Zentralismus. Das zweite ist der Wettbewerb. Hier steht jemand, der war mal verantwortlich für die gesamte deutsche Industrie. Ich glaube an den Wettbewerb. Sie sollten auch an den Wettbewerb glauben, nicht? Denn stellen Sie sich mal vor, der nächste Marathonlauf hier in Berlin, der würde so stattfinden, dass die Leute aus Kenia und wo sie alle herkommen, sagen, wir kommen alle zur gleichen Zeit im Ziel an. Das wird ein gemütlicher Spaziergang. Das heißt, Wettbewerb ist nötig.
Und der Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Ländern in der Eurozone war auch festgeschrieben im Lissabon-Vertrag. Das wird jetzt ausgehebelt. Das neue Modewort, um den Euro zu retten, heißt Harmonisierung. Was ja nichts anderes heißt als Gleichmacherei. Und Sie brauchen Harmonisierung, um den Euro zu retten. Es wurde ja darauf hingewiesen, dass, ich glaube, Herr von Sundemann hat das gemacht, dass die Franzosen auf die verrückte Idee kamen, die deutsche und die französische Arbeitslosenversicherung zusammenzulegen. Das ist Harmonisierung. Nicht? Und die Europäische Bankenunion ist nichts weiter als Harmonisierung. Da steckt nichts anderes hinter, als dass der deutsche Bankensektor, der relativ stabil ist, darauf wurde ja hingewiesen, zusammengeworfen wird mit den Banken im Süden Europas und Frankreichs, damit irgendwie in Zukunft alles schön harmonisch läuft und der Euro gerettet wird. Und das Dritte, ich sprach also über Zentralisierung statt Subsidiarität und Harmonisierung statt Wettbewerb. Das Dritte ist die Vergemeinschaftung der Schulden, über die auch gesprochen wird. Was heißt das eigentlich, Vergemeinschaftung der Schulden? Das ist so ähnlich wie der Länderfinanzausgleich in Deutschland seit 30, 40 Jahren, von dem Berlin, das muss ich sagen, profitiert. Aber Sie wissen vielleicht auch, dass es inzwischen unter den 16 Ländern, die wir haben, nur noch drei Geberländer gibt, nämlich Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Und ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass für jeden Euro, den Bayern spart, 97 Cent Bayern abgeben muss für die Nehmerländer. Und dass jeder Euro, den Berlin ausgibt, 97 Cent von den Geberländern finanziert wird. Das heißt, dass es sich weder für Bayern noch für Berlin lohnt, zu sparen. Warum soll ich sparen, wenn ich das Geld sowieso loswerde, wenn ich gespart habe? Und warum soll ich sparen, wenn ich das Geld sowieso ersetzt kriege? Das deutsche System des Länderfinanzausgleichs ist, und da sind sich alle Finanzexperten schon seit Jahrzehnten in Deutschland einig, ist ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. So, und dieses System, also ich möchte mal eins klar sagen, es spricht für die Berliner, dass sie bei dieser Bemerkung geklatscht haben. Denn normalerweise gibt es nur Beifall aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Aber es spricht für ihr Verantwortungsbewusstsein. Was Sie nun wissen müssen, ist, dass dieses System in Europa eingeführt wird oder wurde. Nicht? Jetzt haben wir folgende Geberländer in Europa. Wir haben Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Und wir haben Österreich, Holland und Finnland. Das war's. Das heißt, wir sind heute schon umzingelt von Nehmerländern. Und immer dann, wenn die drei Geberländer in Deutschland versucht haben, dieses System organisierter Verantwortungslosigkeit in Deutschland zu ändern, wurden sie überstimmt von der Mehrheit der 13 Nehmerländer. Deshalb kriegt kein Finanzminister mehr eine Änderung dieses bekloppten Systems hin. So, und wir sind bereits in der Falle. Herr von Sundum hat es ja gesagt, das kommt von Herrn Sinn, wir sind bereits in der Falle. Wir werden bereits überstimmt. Ich hätte ja schon darauf hingewiesen, dass wenn wir jetzt ein weiteres Land in die Europäische Union bekommen, dann gibt es Sitzungen in der EZB, wo wir gar nicht mehr dabei sind. Und dass Malta oder Zypern das gleiche Stimmrecht haben wie die Deutschen, ist nach meiner Meinung völlig undemokratisch. Übrigens, darauf weist die AfD in ihrem Europaprogramm auch hin. Ich bin erzogen worden mit der Maxime One Man, One Vote. Und heute müsste man eben sagen, natürlich One Man, One Vote and One Woman, One Vote. Das tue ich auch noch. Aber hier gilt das nicht, meine Damen und Herren. Das heißt, wir sind diesem System bereits ausgeliefert. Und für mich ist die langfristige Situation eines Wirtschaftsblocks, der auf diesem Prinzip organisierter Verantwortungslosigkeit aufbaut, nur um die Einheitswährung zu retten, der für Zentralisierung ist, nur um die Einheitswährung zu retten, der gegen Wettbewerb und für Harmonisierung ist, nur um die Einheitswährung zu retten, für mich hat dieser Wirtschaftsraum, egal ob Sie Deutsche oder Grieche sind, keine Zukunft. Denn was wir in der ganzen Diskussion immer wieder vergessen, und das kam heute auch nicht vor, kommt aber im Parteiprogramm der AfD vor, was wir immer wieder vergessen ist, es hat doch keinen Sinn, sich immer nur auf die Eurozone zu beschränken. Herr von Sundum sagte ja zu Recht, unter Blinden ist der einäugige König. Ja, Deutschland ist letztes Jahr um 0,4% gewachsen
und die Eurozone ist geschrumpft. Das ist ja toll. Aber wir haben völlig vergessen, dass die Weltwirtschaft letztes Jahr um 2,7% wuchs. Und wir haben vergessen völlig, dass die überwältigende Mehrheit unserer Exporte nicht mehr in die Eurozone geht. Da sagen meine Kollegen von der deutschen Industrie, wir brauchen den Euro, weil 60% unserer Exporte nach Europa gehen. Sie hören das in jeder Talkshow. Die Zahl stimmt ungefähr, aber sie ist total irrelevant. Im letzten Jahr gingen nur noch 36% oder 34% unserer Exporte in die Eurozone. Wir müssen also diese Aussage jetzt umdrehen. 66% unserer Exporte gehen nicht mehr in die Eurozone. Sie gehen woanders hin, in die Nicht-Euro-Länder in Europa, nach Indien, nach China, nach Amerika und so weiter oder Südamerika. Wir dürfen in der ganzen Diskussion um die Rettung des Euro doch nicht vergessen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Basis erhalten müssen. Darum geht es mir. Und das ist für mich eigentlich die dramatischste Langfristwirkung der Europolitik. So, lassen Sie mich zur zweiten Frage kommen. Welche Vision von Europa haben wir eigentlich? Nun, darüber haben wir lange gesprochen in dieser Kommission. Und wir haben uns auf folgende Definition geeinigt. Ich glaube, Frau von Storch hat es ja auch schon erwähnt. Nicht? Wir sind für ein Europa souveräner Staaten. Und ich sage immer, können Sie Ihr Parteiprogramm mal in einen Satz zusammenfassen? Übrigens, man sollte immer alles in einem Satz zusammenfassen können müssen. Und der Satz wäre, ja, wir sind für ein schlankeres und demokratischeres Europa. Das ist unser Programm. Damit kann man alles zusammenfassen. Das ist unsere Vision. Ich rede immer gern auch von dem Europa der Vaterländer, weil dieser Begriff von Charles de Gaulle kommt, darf ich mir erlauben, den auch in Deutschland zu erwähnen, obwohl man immer dann, wenn man das nicht hinzufügt, gleich wieder als national oder was weiß ich beschimpft wird. Aber es ist für mich völlig klar, ich war für ein Europa der Vielfalt, immer. Und ich wehre mich gegen ein Europa der Einfalt. Und für mich ist Europa eine Kraft, die eben deshalb so stark ist, weil sie vielfältig ist. Und wir dürfen in der Beurteilung der politischen Konsequenzen dieses Zentralismus, den die Regierung, vor allem die Deutsche, anstrebt, nie vergessen, dass gerade Sie zum Beispiel, die in der DDR teilweise waren, aber das kann man auch über die Sowjetunion oder Jugoslawien sagen, wir wissen eigentlich aus der Vergangenheit, was bedeutet es, wenn man einen Vielvölkerstaat unter irgendeiner ideologischen Überschrift zusammenzwingt. Nicht bei den, in der Sowjetunion war das der Kommunismus und in Jugoslawien war das der Sozialismus. Und sowas gab es auch in der Tschechoslowakei. In dem Augenblick, wo dieses System, diese Überschrift wegging, ist alles auseinandergeflogen. Das heißt, wenn man unter der Überschrift des Götzen des Euro jetzt einen europäischen Zentralstaat schafft, schafft man Zentrifugalkräfte, die auch den ganzen Frieden in Europa gefährden können. Und das ist für mich die allergrößte Sorge. Und es wurde ja schon von Frau von Storch darauf hingewiesen, dass wie der Euro zurzeit die Nicht-Euro- und die Euro-Länder teilt. Nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die EU selbst immer diese Umfragen macht. Von den neuen EU-Ländern, die nicht im Euro sind, will nur noch die rumänische Bevölkerung in den Euro. Und lassen Sie sich nicht durch die baltischen Staaten irre machen. Auch dort will die Bevölkerung nicht in den Euro. Die Regierung tut es aber aus ganz anderen Gründen. Die hängen eher mit der subjektiven Bedrohung gegenüber Russland zusammen. Die suchen alles, was irgendwie sie weiter abschottet von möglichen Begehrlichkeiten der Russen. Also für mich ist völlig klar, dass das eine Bedrohung Europas ist. Also wir haben Zwist und Zwietracht innerhalb der Eurozone. Nicht? Das schöne Beispiel von Deutschland war mal das beliebteste Land in Griechenland kurz vor der Eurokrise. Als Frau Merkel das letzte Mal da war, musste sie von 7000 Polizisten beschützt werden. Sie kennen das alles. Und das deutsch-französische Verhältnis ist in einem schlechteren Zustand als je zuvor, übrigens nur wegen des Euro. Ich könnte Ihnen das lange erklären, aber das will ich jetzt mir sparen.
Was mir aber auch Sorge macht, ist Großbritannien. Wir hatten ja Herrn Bronson dazu mal kurz vernommen. Ich persönlich bin nun, ich liebe Frankreich, bin aber auch Anglophil, wie viele Hamburger. Und ich würde es extrem bedauern, wenn dieses Referendum, was da spätestens im Jahre 2017 in Großbritannien abgehalten wird, dazu führt, dass Großbritannien geht. Meine Damen und Herren, dann verlässt das letzte Land mit einem Rest an gesundem Menschenverstand die EU. Dann sind wir, ich sage es mal ganz deutlich, dann sind wir verloren. Das ist mir völlig klar. Ich sage das auch gegenüber der britischen Presse. Die Deutschen finden das nicht so gut, weil viele Deutsche natürlich alle möglichen Vorurteile gegen Anglosachsen haben, aus verschiedenen Gründen. Aber für mich ist das völlig klar. Und übrigens, selbst diejenigen, die sagen, lass sie doch gehen, denen stelle ich dann immer gern die Frage, okay, trotz des Margaret Thatcher-Rabatts sind das die zweitgrößten Zahler, Nettozahler in der Europäischen Union. Und raten Sie mal, wer deren Beitrag dann übernimmt, wenn die gegangen sind. Das muss ich hier wohl nicht sagen. Also wenigstens das sollte einigermaßen Sie, diejenigen, die meinen, lass sie doch die Briten doch gehen, vielleicht noch mal zum Nachdenken bringen. Also für mich ist völlig klar, dieser Euro richtet einen immensen politischen Schaden an. Und wir müssen diesen politischen Schaden auch in der Lage sein, im Wahlkampf gut rüberzubringen. Und ich glaube, in den Europaproben haben wir das sehr schön gemacht. Ja, das bringt mich dann zur letzten Frage. Und die ist so eine Frage, die wurde auch noch mal gestellt. Was können Sie uns denn hier so für den Wahlkampf an die Hand geben? Also lesen Sie das Programm, meine Damen und Herren. Es unterscheidet sich in dramatischen Zügen und Teilen von allen anderen Parteiprogrammen. Ich habe das von der SPD gelesen, von der CDU gelesen. Jetzt heute Abend wurde mir das von der CSU mal vorgelegt. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben uns sehr angeschenkt. Derjenige, der mehr als jeder andere an diesem Programm gearbeitet hat, sitzt hier heute übrigens in der ersten Reihe. Das ist Herr Gustav Greve vom und ich. Stehen Sie ruhig mal auf. Und ich möchte auch mal klar sagen, also ich bin ja in die AfD relativ spät eingetreten. Das hat wirklich gute Gründe, meine Damen und Herren. Aber ich will Ihnen auch sagen, ich bin auch dann letzten Endes ja eingetreten, weil ich vom Berliner Landesverband begeistert war. Das sind alles hervorragende Personen, Ehrenmänner und Frauen. Und für mich ist es kein Zufall mehr, dass ein großer Teil dieses Europaprogramms, ich möchte mal sagen, das Gehirn, wenn man so will, in Berlin sitzt und das Programm hier entwickelt wurde. Ja, lassen Sie mich so ein paar Beispiele geben. Erstens, also das war eine Idee von Herrn Lucke. Ein hohes Risiko ist eingegangen. Und wie das Risiko auf ihn zurückgeschlagen ist, das haben Sie ja beim Erfurter Parteitag erlebt oder bei den Berichten darüber. Aber es hat sich gelohnt. Es ist die erste Partei in Deutschland, die in der Lage war, ein Parteiprogramm nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu entwickeln. Dieses Parteiprogramm wurde in 116 Teilen den 18.000 Mitgliedern zur Abstimmung übergeben. Und ich war zufälligerweise in Indonesien, als ich als Parteimitglied abstimmen musste, ich habe mehrere Stunden gebraucht, das war eine teure Angelegenheit, das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte nämlich nur ein iPhone mit, aber Flatrate, also ganz schlimm war es auch nicht, ich war da im Hotel. Aber es war, also, und es war mühsam, aber es hat sich wirklich gelohnt. Es hat noch nie eine Partei gegeben in Deutschland, die so basisdemokratisch bei der Erarbeitung ihres Parteiprogramms vorgegangen ist wie die AfD. Und gerade die AfD muss sich dann nur immer anhören, sie sei eine Partei, die von irgendeinem Diktator geleitet wird. Nicht? Das ist sowas von hirnverbrannt. Aber das ist mal ein großer Unterschied. Der zweite große Unterschied, dieses Parteiprogramm ist äußerst präzise. Das ist auch ein Risiko. Nicht? Je präziser Sie sind, desto angreifbarer machen Sie sich. Übrigens auch bei Ihrer eigenen Mitgliedschaft. Denn darauf wurde ja schon hingewiesen von Herrn von Suntum. Nicht? Jede neue Partei hat... Ja, da hat er völlig recht. Wir haben solche Typen. Und es ist sehr schwer, manchmal mit diesen Leuten fertig zu werden. Einige müssen wir auch loswerden und wurden wir auch los. Aber also jede Partei, neue Partei hat natürlich solche Leute.
Aber sie ist extrem präzise. Da wurde vorhin die Frage gestellt, was machen Sie denn, wenn Sie da jetzt in dem Europäischen Parlament sind? Ja, also ich glaube, das hat ja, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, das ist Herr Bronson, circa 50.000 Leute sitzen da in Brüssel. Wir haben uns das nicht so einfach gemacht. Wir haben gesagt, die haben 28 Kommissare, die brauchen nur 12. Genau das steht im Programm. Meine Damen und Herren, und das ist auch ganz logisch, die haben einen Kommissar für Bildung. Jetzt sagt jeder, ja, Bildung ist doch wichtig, nicht? Das ist das Kapital und die wichtigste Investition, das stimmt alles, nur es hat in Brüssel nichts zu suchen. Wissen Sie was, es hat nicht mal in Berlin was zu suchen, denn die Verantwortung für Bildung ist eine Ländersache. Wenn es in der deutschen Verfassung klar festgelegt ist, dass die Bildungsverantwortung eine Ländersache ist in Deutschland, wieso kann es denn aus Deutschland heraus eine Bildungskommissarin in Europa geben? Was will die uns eigentlich erzählen? Das ist ein Unsinn. So, und ich könnte Ihnen jetzt noch massenhaft andere Beispiele nennen, nicht? Wir brauchen 12 Kommissare. Und wenn Sie das hätten, dann hätten Sie schon eine Menge Einsparungen. Im Übrigen haben wir gesagt, wir schlagen vor, und jetzt halten Sie sich fest, dass diese 50.000 Leute innerhalb von 7 Jahren um die Hälfte zu reduzieren sind. Das finden Sie in unserem Programm. Jetzt nageln Sie mal diesen Pudding, Frau Merkel oder Herr Westerwelle, sag ich schon, die gibt es ja schon gar nicht mehr, Seehofer, an die Wand, die sagen gar nichts. Die Überschriften dieser Parteien auf den Plakaten und im Programm sind fast identisch mit unseren. Das Parteiprogramm von der CSU ist unserem abgekupfert. Sie sind gegen Bürokratie, aber was tun Sie? Genau das Gegenteil. Sie lassen plötzlich den Herrn Gauweiler los, nicht? Der bellt dann die gleichen Kommentare wie wir, aber wir alle wissen, wenn es dann zum Schwur kommt, dann bleiben die natürlich beim Euro. Das ist eine typische schizophrene Wahlkampftaktik, die unsere politische Konkurrenz zurzeit macht, aber die Presse, die Medien lassen die durchgehen damit. Niemand sagt, ja, das ist ja toll. Dann steht da bei der SPD steht immer ein wunderbares Plakat, dieses Großplakat, für ein Europa der Menschen und nicht des Geldes. Wissen Sie, das ist für mich wirklich sehr interessant, denn das ist genau die Partei, die um eine Einheitswährung zu retten, den Menschen dauernd in Europa auf die Füße tritt. So was Absurdes und Groteskes und Widersprüchliches. Also, Sie haben präzise Aussagen. Übrigens, dieses Parteiprogramm ist auch nicht so, wie man immer sagt, wir wollen die EU abschaffen. Nein, wir bekennen uns zur EU. Aber zu einer anderen EU, einer EU, wie wir sie mal hatten, könnte man fast sagen, die sich auf die Dinge beschränkt, die EU und Brüssel besser machen können als wir. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und wir haben zum Beispiel auch ein paar Beispiele gegeben für die Dinge, die EU machen sollte, aber heute nicht macht. Also eins, wenn Sie nach London fahren und wollen Ihr iPhone aufladen, dann kriegen Sie es in diese komischen britischen Steckdosen nicht rein. Nicht? Das wäre doch mal was für Standardisierung in Europa. Nicht? Oder denken Sie an die Koordinierung des europäischen Luftraums. Da besteht jedes Land auf seiner eigenen Hoheit. Und wenn Sie von hier nach Paris fliegen und dann Sie erleben es regelmäßig, müssen Sie da eine halbe Stunde rumkreuzen, weil die Luftraumüberwachung und Koordination nicht funktioniert. Also wir sprechen uns in unserem Parteiprogramm klar für mehr Brüsseler Verantwortung bei grenzüberschreitenden Infrastrukturprojekten und Politiken aus. Wir haben auch ein kleines Beispiel für Sie, ein nettes Beispiel. Nicht? Da ist der Herr Seehofer und der sagt jetzt, wir wollen, dass die Ausländer in Zukunft in Deutschland Mautgebühren zahlen. Übrigens, im Gegensatz zu dem, was er und Herr Dobrindt uns dauernd erzählt, gibt es so ein System nicht in Europa. Es gibt kein System in Europa, was nur von Ausländern Mautgebühren verlangt. Entweder sie verlangen es von allen oder von niemandem. Und noch niemand hat Herrn Seehofer den Vorwurf gemacht, das ist aber ausländerfeindlich. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das gemacht. Die hätten uns sofort an die Wand genagelt. Nein, wir sagen im Gegenteil. Wenn wir dort im Parlament sind, werden wir versuchen, Mitstreiter zu finden für das Gegenteil. Wenn man schon für Freizügigkeit in Europa ist, dann sind wir dafür, dass man überall diese altmodischen und mittelalterlichen Schranken aufhört. Wir brauchen überhaupt keine Mautgebühren in Europa.
Also wir lassen uns davon der politischen Konkurrenz nicht vorwerfen, wir seien antieuropäisch. Wir sind wesentlich europäischer als die anderen. Meine Damen und Herren, so finden Sie also in diesem Programm nicht nur, ist es basisdemokratisch, es ist auch präzise. Und jetzt möchte ich Ihnen noch was sagen. Es finden sich in diesem Programm auch Elemente, die liberaler sind als in anderen Parteien. Und ich weiß schon, hier gibt es natürlich auch in der AfD Leute, die können mit Liberalen nichts anfangen. Aber wir sind eine kleine Volkspartei, das hat der Herr von Suntum völlig zu Recht gesagt. Wir sind eben keine FDP mit einer anderen Europolitik. Wir sind eine liberale, wir sind eine kleine Volkspartei. Und wir haben da Sachen drin, und wenn Sie das Argument an den Wahlkampfständen oder so brauchen, dann benutzen Sie es ruhig. Wir haben uns das genau überlegt. Was ist eigentlich mit den Asylanten, die nach Deutschland kommen? Nicht, die da teilweise Monate, ja jahrelang auf eine Entscheidung warten, und man lässt sie nicht arbeiten. Die sitzen uns auf, die liegen uns auf der Tasche. Und wir haben gesagt, die müssten eigentlich auch arbeiten dürfen. Und in dieser Partei finden Sie also das Recht auf Arbeit für Asylbewerber, während der Zeit Sie auf diese Entscheidung warten, verankert. Ich halte das aus zwei Gründen für wichtig. Erstens beschützt es den deutschen Steuerzahler. Die kommen da nicht auf diese idiotischen Ideen und sitzen da rum. Ich meine, wenn sie nichts zu tun haben, dann klettern sie auf Bäume und protestieren. Ich meine, ist doch klar. Aber wenn sie was zu tun haben, tun sie es eben nicht. Und zweitens, sollten sie denn, und die meisten kriegen es ja nicht, aber sollten sie denn die Genehmigung bekommen, dann haben sie sich schon etwas integriert. Das heißt, es ist auch ein Beitrag zur Integration. Hier haben Sie mal ein Beispiel für ein liberales Element, was nicht mal die Grünen und nicht mal die FDP hat. Oder wir geben ein anderes Beispiel, ein Steckenpferd von mir schon seit Jahren. Jetzt haben wir endlich eine Partei in Deutschland, die diesen wahnwitzigen Handelskammerzwang aufheben will. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie heute einen Handwerksbetrieb gründen oder ein Unternehmen, das Erste, was Sie kriegen eine Rechnung von der Handelskammer. Es gibt nur noch in Österreich und Deutschland dieses komische Gesetz, dass also Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, in einem Zwangsverband sein müssen. Was ist das eigentlich? Das ist natürlich völlig verrückt. Die FDP hat sich immer geweigert, das ins Programm hineinzubringen. Ich habe es mal wieder versucht mit der Begründung, die Leute, die da sitzen, die wählen uns. Und deshalb sind wir dagegen, dass wir das ändern. Ja, die AfD nimmt es dann in Kauf, dass uns die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Handels- und Handwerkskammer nicht wählen. Gut. Vielleicht tun Sie es ja, wenn Sie darüber nachdenken, es trotzdem. Also Sie finden große Unterschiede. Übrigens ist das Programm dann auch der AfD auch nur halb so lang wie das von der SPD. Und trotzdem steht ungefähr 10-mal so viel drin. Ja, lassen Sie mich am Schluss vielleicht mit einem schönen Zitat enden, was vielleicht viele von Ihnen kennen, aber was ich finde sehr schön, passt auf die Situation hier. Sie kennen alle Mahatma Gandhi, nicht, den großen Freiheitskämpfer, der sich gegen die enorme britische Übermacht, Herr Bronson, das überspare ich Ihnen heute Abend nicht, durchgesetzt hat. Und so mitten im Kampf hat er mal gesagt, ja, dieser Kampf hat vier Phasen. Die erste Phase ist, sie ignorieren dich. Und wenn das nicht mehr geht, dann geht es in die zweite Phase, dann machen sie sie lächerlich. In der dritten Phase bekämpfen sie sich. Und in der vierten Phase haben wir gesiegt. Meine Damen und Herren, die AfD ist jetzt in der dritten Phase. Helfen Sie mit. Vielen Dank.